Ich muss vorhin so lachen, als ich das gesehen habe. Unser Bundeskanzler war der Niedersachsen bei der Hochwasser. Und da gab es ein Video von einem Reporter. Und das ist mega lustig, das muss man jetzt mal reinziehen. Lass uns vielleicht auch noch mal einen Blick werfen auf die ja, aktuelle Lage, was diese Pegelstände angeht. Denn ich glaube, die Aller ist ja inzwischen etwas am Sinken. Da hören wir es auch schon. Eine Bewohnerin, die sagt, den Kanzler, den brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Also schon auch Kritik, mit der er wahrscheinlich dann da rechnen muss, Gerrit. Aber lass uns noch mal schauen eben auf die Entwicklung beim Hochwasser. Fahren Sie mich nie an. Entschuldigung, wir müssen mal im ganzen. Ich kann und im Hintergrund nicht. Lachen sie auch alle. Ja, dass sowas so Feuerwehrleute belustigt, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, die machen die ganze Arbeit, weißt du, und dann kommt der doofe Scholz und holt sich die Lorbeeren. Genau wie Nancy, die ja auch mit der THW-Jacke posiert hat. Echt? Ich glaube, das sehen wir noch. Die hat extra so eine THW-Jacke angezogen, übergeworfen bekommen, damit sie irgendwie aussieht, als ob sie irgendwas tun würde. Na, geil. Ganz kurz, kannst du die mal im Weg halten? Kannst du die bitte? Das ist eine etwas aggressive Anwohnerin, die wir da offenbar sehen. Genau. Wir gucken also mal, wir merken hier, dass wir gerade ein bisschen Probleme haben, dass hier auch die Bevölkerung Verfassungsschutz, die mitnehmen. Unangenehm ist. Und natürlich den Kanzler nicht hier sehen wollen. Nein, wir brauchen den hier nicht. Nein. Die Polizei da ganz kommt kurz die dazu Polizei und entsprechend. Das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, auch nötig. Gerrit, genau. Vielleicht warten wir ganz kurz, bis sich diese Situation da mal aufgelöst hat. Also man merkt das schon. Das Ganze ist auch etwas kontrovers jetzt, dieser Besuch des Bundeskanzlers. So, die Polizei nimmt sich der Sache jetzt an. Gerrit, so, jetzt können wir vielleicht in Ruhe doch noch mal einen Blick auf die Situation des Hochwassers werfen. Naja, das Ganze ist natürlich auch eine emotionale Geschichte hier. Die Anwohner haben das Hochwasser und der Kanzler ist offenbar nicht von allen Leuten erwünscht. Die Bewohnerin ist sehr aggressiv hier, gerade wird von der Polizei jetzt zurückgehalten. Die Bevölkerung ist natürlich auch angespannt. Seit einer Woche ist das Hochwasser. Vor allem sowas wird jetzt als aggressiv betitelt. Mhm. Die stört ja nur, die ist ja nicht aggressiv. Aber hey, die Antifa, die ist nicht aggressiv. Nee, das ist die Frau ist aggressiv. Ja. Die gehört eingesperrt. Und verbal aggressiv ist die. Ja, stimmt. Die hat die nicht angegriffen. Stimmt. Er hat sie weggedrückt. Also hätten die Frau interviewen sollen, das wäre dann der einzige vernünftige Move gewesen. Ja, vor allem du hättest. Ja gut, das ist live. Ich hätte sonst gesagt, hättest halt danach weggeschnitten, aber. Mit nichts geschnitten. Nee, da sieht man einfach, dass was, sag mal, regierungskritisches hier nicht gewünscht ist. Hochwasser jetzt hier im Norden unterwegs und die Pegelstände sind weiterhin sehr hoch und die Leute sind besorgt. Und natürlich möchte man natürlich diese Kritik an der Politik jetzt natürlich auch kundtun. Es sind viele Bevölkerung, viele Bewohner sind jetzt hier und es bleibt natürlich angespannt. Und wir sind gespannt auf diese Unruhe, die jetzt hier auch gerade entsteht, natürlich auch dem Kanzler gleich entgegenschlagen wird. Nun sehen wir es bei dir auch, Gerrit. Es regnet momentan zumindest glücklicherweise nicht mehr weiter. Ich glaube, die Pegelstände, die sinken auch etwas. Das ist wieder schlecht, eine Talkshow oder so schlecht. Müssen sowas nachstellen. Dann filmen sie genau dahin, wo die im Hintergrund diskutieren. Richtig geil, ja. Er ist auch richtig aus der Fassung gebracht. Der verhaspelt sich ganz oft. Richtig. Das finde ich richtig gut. Mhm, gefällt mir richtig. Haben wir noch was? Hochwasser. Willst du das mit der Fäse anschauen? Gibt es auch noch ein kurzes mit dem Scholz, wie er da durchs Hochwasser watschelt? Ich glaub, ja, die müssen ja alle posieren, genau. Hat er wenigstens kurz seine Gummistiefel bekommen? Ich glaube schon, weil er läuft durchs Wasser. Okay. Und er ist ja, nicht aber ich habe ja ein Bild gesehen, da wurde er kritisiert, weil er so komische Wanderschuhe nur anhat. Stimmt. Bundesverdienstkreuz geht raus. An wen jetzt? An die Tussi oder an Scholz, weil er durchs Wasser läuft? Also das geht 2 Minuten, schauen wir einfach mal. Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag die Hochwassergebiete in Niedersachsen besucht. In Verden an der Aller machte er sich ein Bild von der Lage und sprach mit den Einsatzkräften, Behördenvertretern und Bürgern. Scholz hatte seinen Besuch mit einem Hubschrauber-Rundflug über die Flutregion begonnen. Begleitet wurde er von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens. Scholz dankte den Einsatzkräften und Freiwilligen für ihren Einsatz gegen die Fluten.
Für mich ist das etwas, wo ich sagen will, danke dafür, danke für diesen Einsatz, für diese... In der Einstellung hat er voll die Säufernase. Oder? Ja, aber ich glaube ihm das tatsächlich auch mit dem Danke. Er hat es ja auch in seiner Neujahrsansprache gesagt. Da will ich jetzt auch mal nicht so sein. Aber ganz ehrlich, das ist das Mindeste, das ist sein Job. Und dass wir das jetzt hier irgendwie positiv hervortun. Glaubst du, er macht das nur, weil das Ahrtal damals so scheiße lief? Ja, definitiv. Und deswegen wird er jetzt ein bisschen früher entgegengewirkt, nehme ich an. Ja, ich denke auch. Diese Bereitschaft. Und ich sehe, dass die Bereitschaft weit über diejenigen hinausgeht, die jetzt beruflich oder ehrenamtlich in den Hilfsorganisationen tätig sind. Da helfen auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort ganz konkret mit, fragen, was sie tun können. Manchmal auch nur, indem sie Kaffee kochen und was weiß ich. Aber das ist wichtig. Und ich glaube, dass das zeigt, dass in unserem Land Solidarität existiert und die Bereitschaft zusammenzuhalten. Deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir hier in Niedersachsen, aber auch in den anderen Ländern Deutschland, die gleichermaßen von dieser Herausforderung jetzt gezeichnet sind und kämpfen müssen, dass wir das bewältigen werden. Und ich will gerne noch mal versichern, dass der Bund mit seinen Möglichkeiten den Ländern, den Landkreisen, den Bürgermeistern und Bürgermeistern, allen, die vor Ort tätig sind, zur Verfügung steht. Dazu habe ich was Lustiges gefunden. Warte mal kurz. Ja? Ich habe, weil ich gerade von Abschieben gelesen habe, Bürgern und Bürger, er hat doch gerade auch Bürgermeister und Bürgermeister gesagt. Ich glaube, es hat er verschluckt, die letzte Silbe. Aber guck mal, er sagt hier was von wegen zur Seite stehen, der Bund wird zur Seite stehen. Hier habe ich eine Überschrift von Jetzt wird gekümmert. Sorry, das siehst du nur im Stream. Jetzt wird gekümmert und unten drunter steht Fluthilfen in Millionenhöhe konnte Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Werden an der Aller nicht versprechen. Ja, du versprechen kann er eh viel, wenn es halt wie im Ahrtal die ankommt. Richtig. Aber das auch nicht mal in den Mund so zu nehmen. Ja, das ist schon next level traurig. Ich meine, er kann jetzt auch nichts versprechen und dann wird es ein leeres Versprechen, das verstehe ich auch. Aber irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Ja, wenn man im gleichen Atemzug dann auch wieder irgendwie 5 Millionen für Gendern in China ausgibt, finde ich schon sehr traurig. Und da wurde ja was gesagt, von wegen, er hat einen Hubschrauberflug absolviert. Das finde ich halt Das stimmt. Du kannst dir auch vor allem nicht vorstellen, ich habe es jetzt nicht in den Nachrichten verfolgt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Nachrichtensender vielleicht mal drüber geflogen ist und halt Sachen aufgenommen hat. Hätte man sich ja auch angucken können und halt auch, hättest du ja auch medienwirksam sagen können, dass das Geld gespendet wird und dass man vielleicht auch als Regierung die nächsten 1-2 Monate kürzer tritt und das Geld dann spendet. Richtig. So kleine Gesten. Nicht immer nur von anderen fordern, hey, spendet, sondern dass man bei sich mal anfängt. Ja. Von einer Entspannung der Lage in den niedersächsischen Hochwassergebieten kann nach Einschätzung. Da wartet er durchs Wasser. Ja, aber hier steht nämlich auch, er ist ohne Gummistiefel durch das kleine Wasser gewartet, sagt Abschieben. Ich meine, als er vorgelaufen ist und wenn er sich jetzt da nicht umgezogen hat, hat er noch die gleichen Schuhe an. Und das waren diese grauen, braunen Wanderschuhe. Oh, nasse Füßchen, das ist aber nicht nasse Füße. Schön. Er hat sich also geopfert. Wow. Der Arme. Wenn das nicht genug ist, nasse Füße, dann weiß ich auch nicht. Der zuständigen Behörden noch nicht gesprochen werden. Und verändert war an zahlreichen Pegeln die höchste Meldestufe überschritten. Besonders an Aller, Leine, Oker und Mittelweser. Das Wasser beschädigte auch mehrere Deiche, einen Deichbruch gab es aber nicht. Eine Verschärfung der Lage ist nach Behörden an. Die Schuhe? Alle anderen haben Gummistiefel. Aber Bex ist diesen wasserdicht. Diesen wasserdicht? Safe wasserdicht, ja. Okay. Ich habe auch solche Wanderschuhe, nicht in braun, aber in schwarz. Und die sind alle safe. Okay, er darf nicht ein bisschen höheres Wasser. Das also höher als 4-5 Zentimeter soll es dann nicht werden, aber bis dahin sind die safe dicht. Okay, dann nehme ich es zurück. Also, na ja, genau, Gore-Tex regelt. Wir haben zunächst nichts zu erwarten. Erst am Dienstag und Mittwoch wird wieder mit mehr Niederschlägen gerechnet. Also ich habe es jetzt nicht ganz so verfolgt, wie schlimm das ist jetzt bei denen. Aber Tote gab es nicht, oder? Es kam halt nicht von jetzt auf morgen. Es hat sich jetzt halt langsam hochgesteigert. Ja, gut. Also ich glaube, das aber natürlich, da gehen halt auch Existenzen kaputt und alles Mögliche. Trotzdem, die Häuser, die gehen ja, wenn die da ein paar Tage unter Wasser stehen, dann gammelt das ja alles. Kriegst du ja nicht mehr raus. Muss erstmal wieder trocknen. Und es ist jetzt ja Winter.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Außerdem würdet ihr uns noch einen riesen Gefallen tun, wenn ihr bei unserem Lieblingszauberer Gabba Gandalf vorbeischaut. Der steht nämlich auch kurz vor den 30.000 Abonnenten und er macht sehr unterhaltsame Videos, wie ich finde, zum Beispiel Was ist mit der Menschheit los? Alle Links findet ihr in der Infobox.